Auf der Suche nach dem passenden Reisemobil für unsere Elternzeitreise sind wir natürlich, wie hätte es anders sein können, bei den Kastenwagen hängen geblieben. Hier auf der Caravan Salon Messe in Düsseldorf und ich zeig mal, was wir da so alles entdeckt haben. Und als erstes haben wir Malibu entdeckt. Hier mit extra großem Kleiderschrank hinten bei dem Bett, was, auch wenn es so klein aussieht, mit den 1,58 eigentlich für unsere Ansprüche sogar mit Baby dann ganz gut ausreichen würde. Auch ganz interessant, die drehbare Toilette, sodass der Duschraum viel größer wird. Hier auch mal cool mitgedacht, die Waschbeckenabdeckung wird zum Schneidebrett. Und für uns immer unerklärlich, für was braucht man solche Vorhänge und Gardinen? Ja, das Ganze entdeckt in einem Malibu-Van. 600 dB mit Low Bed, das bedeutet, der Einstieg ins Bett ist nicht so hoch, dafür aber natürlich auch die Lagerfläche unten drunter geringer, aber der große Kleiderschrank über dem Bett, das ist natürlich Vorteil, um schnell jeden Tag an alle Klamotten ranzukommen. Und wir haben uns informiert, hier diese Rückbank, die gibt es auch mit Isofix, also ready for the baby. Oder wie wäre es zum Beispiel mit einem Dexter von Karmann? Da ist auch alles drin, allerdings ganz anders angeordnet, denn hier bin ich hinten mit der Nasszelle hinten und einem Hochbett in der Front. Schön leise und fix ist das Hochbett verstaut. Und man kann sich jetzt vorne mal hinsetzen. Und wenn wir mal an später denken wollen, dann gibt es hier, wie zum Beispiel von Weinsberg, ein Modell mit 4 Betten im Heck. Rausfallschutz für die kleinen Kinder und unten das Bett für die Eltern. Allerdings ziemlich wenig Kopffreiheit. Und dass es auch bunt geht, zeigt uns Weinsberg oder Karmann zum Beispiel hier in Weinsberg mit bunten Sitzbezügen. Oder hier im Karmann. Karmann, die übrigens oft auf Renault-Basis bauen. Auch mit dabei der Ventura 600L. Steht dabei für die 2 langen Einzelbetten hinten im Heck, die längs eingebaut sind. Übrigens nicht auf Fiat, Citroën oder Renault aufgebaut, sondern ganz neu auf Peugeot. Darf La Strada nicht bei den Kastenwägen fehlen. Siehe da mal ein Modell ohne Gardinen an den Fenstern. Das wäre ja genau das Richtige für uns. Und wir haben hier den La Strada Avanti C gesehen mit deutlicher Luxusausstattung, Vlies an der Verkleidung und auch die Sitze farblich schön bezogen. Kräftigen Stoff. Ja, und hier bei Atria mal eine der Neuerungen aus den letzten Jahren, eine elektrische Zuziehhilfe für die Schiebetür. Kurz am Türgriff ziehen und die Schiebetür geht ganz automatisch zu oder auf. Ob das wirklich leiser und effektiver ist, das bezweifle ich mal. Klar, das waren natürlich jetzt nicht alle Kastenwägen, die es hier auf der Messe zu sehen gibt, aber so wie man sich ja auch nicht alles kaufen kann, kann man auch nicht alles sehen und begutachten. Aber glücklicherweise gibt es ja das Internet und da kann man alles nachlesen, wie zum Beispiel das Interieur drinnen aussieht, welche Modellvarianten es gibt, wie man sich die Kastenwägen konfigurieren kann und natürlich auch zu welchen Preisen man sie sich anschaffen kann. Welchem Reisemobil wir letztendlich in unsere Elternzeitreise starten werden. Da müssen wir uns noch etwas gedulden und überraschen lassen.